So, ihr Lieben, ja, die Karte, die ihr gerade gesehen habt, die möchte ich jetzt mit euch basteln. Und zwar habe ich die Karte gesehen bei mit Herz und Schere. Also das steht zumindest oben in ihrem Kanalnamen. Aber ihr findet sie unter BrikaR. Aber ich werde es auch oben mal verlinken. Oder vielleicht auch unten in die Infobox reinschreiben. Vielleicht mache ich beides. Mal gucken. Und bei ihr habe ich diese Karte gesehen. Wundert euch nicht, dass ich schon so ein bisschen Farbe an den Händen habe, weil ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Also der nächste Schritt, nicht der, der jetzt kommt, sondern der Schritt danach, den habe ich quasi schon vorgearbeitet. Deswegen Farbe an den Fingern. Und zwar wird diese Karte so gemacht, dass man sich ein DIN A4 Streifen Papier nimmt. Ich habe jetzt hier so ein bisschen dickeres, stabileres Papier. Und dann nehmt ihr als erstes 2,5 cm an dieser langen Seite und macht eine Falz. Und jetzt muss der Abstand hier zwischen immer 1 cm länger werden. Und das habe ich dann mal ausgerechnet. Das zweite ist dann bei 6 cm. Als nächstes falzt ihr bei 10,5 cm, dann bei 16 cm und zu guter Letzt bei 22,5 cm. Zack. So, dann kann das Falzbrett auch schon wieder weg. Ja, und jetzt klappen wir uns diese Karte hier einfach immer nur wie ein Zickzack hin und her. Zack, so. Wenn man die dann aufspringen lässt, sozusagen, ich würde noch mal mit dem Falzbein ein bisschen nachziehen, je nachdem, was für Papier ihr habt, ne? Also wenn euer Papier schnell bricht, dann vielleicht eher ein bisschen vorsichtig. So, und wenn man die jetzt so ein bisschen zieht und so hinstellt, dann hat man eben so wie ein Zickzack. So. Und hier unten, diese Länge bleibt aber gleich. Und hier verändert sich eben der Abstand. Ja, hat sie sich richtig cool ausgedacht, finde ich. Und jetzt kann man die so dekorieren. Also hier vorne wird immer irgendwas draufgeklebt auf diese Seite. Und dann kann man sich die Karte eben so hinstellen und hat sie dann immer so stehen und hat dann halt immer diese Ansicht. Und ich fand die Idee echt total klasse und hat mir richtig gut gefallen und deswegen wollte ich die gerne nachbasteln. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich den nächsten Schritt schon quasi übersprungen habe. Und das ist dieser hier. Da habe ich es schon mal vorbereitet. Da habe ich es mir nämlich schon mal koloriert. Und zwar unten so ein bisschen Samtfarben, also so ein bisschen Gelb und dann so ein bisschen ins Türkis und dann ins Blau. Ja. Ich hatte das bei ihr auch gesehen in dem Video, was sie gemacht hat, dass sie halt Meerestiere oder halt so Sachen, die halt so ein bisschen zum Meer passen, genommen hat und die immer vorne hingeklebt hat. Und das fand ich eine richtig coole Idee, sah total süß aus. Ja, und jetzt schnappt ihr euch eben, wenn ihr das gemacht habt, eure Deko-Teile und klebt die dann eben an. Ja, und dann ist die Karte theoretisch schon fertig. Ich habe mir schon ein paar Stempel vorbereitet, die ich schon koloriert habe. Und hier habe ich mir auf einem Stück Cardstock embossed, du bist mein Rettungsanker. Und das werde ich dann nachher, glaube ich, noch ein bisschen zurechtschneiden oder die Ecken noch ein bisschen rund machen oder so. Da muss ich mal gucken. Ja, und jetzt gucke ich mal, wo ich meine Sachen hier hinklebe. Und die Krabbe, die packe ich hier auf jeden Fall unten an Land. Und da kann ich mir die Karte jetzt auch ruhig hinlegen. Ich muss halt nur darauf achten, das hier ist halt meine Kante, also die Fläche, die vorne ist. Das ist die Fläche, die vorne ist. Und das hier, also die zweite, die dritte und die fünfte, immer die ungeraden Zahlen. Und dann kann ich mir jetzt hier zum Beispiel meine Krabbe draufkleben. Andrücken. Dann geht es ja auch einfacher zu kleben, wenn ich sie mir hinlege und außerdem seht ihr es dann auch ein bisschen schöner.
So, als nächstes glaube ich, obwohl der Wal, ich glaube, hier kommt er ein bisschen besser zur Geltung und er ist dann auch, ja, der ist so ein bisschen Farbe in Farbe fast, ne? Der sticht nicht ganz so raus, obwohl die durch die Umrandung geht es eigentlich. Und die Krake werde ich dann hier so vorne mittig platzieren. Oder vielleicht noch einen Tucken weiter links, damit ich da vielleicht Platz für diesen Spruch habe. Ich schau mal. So, ja, und wenn ihr dann hier die Sachen, die hier jetzt zum Beispiel so rüber gucken lasst, das mache ich jetzt mit der Krag hier auch ein bisschen, dann kriegt das Ganze jetzt noch mehr Dimension. Man könnte jetzt hier auch vielleicht noch Wellen, das hatte sie zum Beispiel in ihrem Video gemacht, wo ich diese Idee gesehen habe. Da hatte sie mit einer Schablone dann hinten so eine Welle noch reingemacht. Das sah auch ganz süß aus. So, den Wal, den klebe ich jetzt vollflächig an. Ja, das Video so an sich ist jetzt natürlich sehr kurz. Wenn ihr aber bedenkt, dass ihr die ganzen Teile kolorieren müsst und ihr habt ja auch nicht gesehen, wie ich das Blatt hier vorher gemacht habe. Also das habe ich ja mit den Distract-Ins gemacht und dann mit Wassertropfen halt diese Wasseroptik, sage ich jetzt mal, reingemacht. Ja, das ist euch ja theoretisch jetzt alles entgangen. Ich will es mal ganz kurz aufstellen, weil ich einmal gucken möchte, wie hoch ich diese Krabbe setze. Ja, ich glaube, ich setze sie nur so halb hoch. Das sieht ganz süß aus. Und so bis hier in etwa mache ich den Kleber. Ja, und dann die Teile, die also aufstempeln, ausmalen und dann eben auch noch zusätzlich kolorieren. Und ja, das dauert natürlich alles seine Zeit. Das habe ich euch ja jetzt hier alles erspart in dem Video. Somit könnte es fast als Quick-Tipp durchgehen, aber nur von der Videolänge. Ja, aber wenn ihr zu Hause immer ein paar Teilchen vorbereitet habt und die schon zu Hause rumliegen oder vielleicht eine Kiste habt, wo ihr dann immer eure kolorierten Sachen, die ihr irgendwann, wenn ihr Lust habt, schon vorher koloriert und die dann nur noch aufkleben müsst, dann geht das Ganze natürlich rucki-zucki. Nur das einmal zusammengebastelt, ein paar Sachen draufgeklebt, ein Sprüchlein vielleicht noch dazu, der gerade passt und fertig ist die Laube. Ich glaube, ich werde den Spruch hier, ich werde das hier nochmal ein bisschen ablösen, wenn es noch geht. Ja, der klebt echt extrem schnell, aber ich kriege es trotzdem. Geht zwar ein bisschen kaputt, aber ist nicht so schlimm. Ich werde jetzt hier die Ecken, ja, da mache ich nochmal so halb, mache ich so ein bisschen so wie so eine Spitze. So. Ein bisschen wie so eine Granate vorne. Und hinten mache ich, glaube ich, einfach mal so schräg. So. Genau. Also wie so eine Fahne oder so, das gibt es ja sehr oft. So finde ich das dann eigentlich ganz süß. Dann habe ich hier vorne nämlich die Spitze, die ich gut verstecken kann. So in etwa, denke ich, werde ich das ankleben. Und dann guckt das natürlich aus der Karte heraus. Also in einen Umschlag kann man sie dann nicht mehr machen, wenn man das Teil jetzt so aufklebt. Ihr müsst es natürlich nicht hinter irgendeinen Teil packen. Ihr könntet es natürlich auch einfach hier unten reinkleben oder so. Dann habt ihr die Problematik nicht, dass da drin verschwindet beziehungsweise aus der Karte herausguckt. Dass es dahinter verschwindet, wollte ich ja. Ja, und das ist echt krass lange her, jetzt wo ich so drüber nachgedacht habe, gerade als ich dieses Schildchen hier gemacht habe, wie lange ich nichts mehr entbosst habe. Wirklich Wahnsinn. Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, als ich diesen Föhn endlich hatte und ein paar Embossing-Pulver hatte und dann endlich embossen konnte. Und dann habe ich das so, weiß nicht, 2, 3 Tage,
habe ich ganz viel embossed und dann war die Phase auch schon wieder vorbei. So, so sieht meine Karte jetzt aus. Wenn ich die hinstelle, sieht es dann in etwa so von vorne aus. Also die Krake verdeckt den Wal zwar so ein bisschen, aber da man so halb schräg von oben drauf guckt, also man sieht es in etwa so. Ja, so sieht man es in etwa, wenn man von vorne drauf guckt. So sieht es dann aus und ich finde es total süß und bin echt dankbar für diese tolle Idee. Ja, zusammengeklappt sieht es jetzt ein bisschen merkwürdig aus, weil hier unten so eine weißen Streifen sind. Aber da könnte man ja jetzt theoretisch einfach sich hier dieses Teil hier schnappen. Und dann habe ich hier von meiner Miss Fruchteis, ich glaube, dafür nehme ich was anderes. Das ist mir, möchte ich mir nicht, das gelbe Ding nicht versauen. Und dann könnte man ja hier jetzt einfach dran lang gehen. Ja, und somit sich dann eben das hier unten auch noch mal einfärben. Und dann ist eben genau da, wo man was braucht, ist dann noch mal Farbe drauf. Und dann sieht es nicht mehr so schlimm aus, wenn man es zusammenklappt. So. Bisschen früher aufhören mit dem Aufdrücken. Dann habe ich so ein bisschen fast wie so eine Leiter. Ja, so. Und dann sieht das Ganze so aus. Und schon, finde ich, sieht es nicht mehr ja, so schlimm aus von vorne. Jetzt habe ich hier vielleicht noch mal ein bisschen Farbe rein. Ja, und fertig ist unsere Karte. Wie gesagt, jetzt ging das natürlich wirklich ruckzucki. Falls ihr nichts zu Hause liegen habt, wo eben schon vorkoloriert ist, dann überlegt euch vorher, ob ihr vorher kolorieren wollt oder ob ihr irgendwelche Aufkleber oder einfach irgendwas anderes einfach nehmt. Und ja, wie gesagt, ich finde es total süß. Ich muss das unbedingt gleich nachmachen und dachte mir, das zeige ich euch auch, weil es einfach so mega niedlich ist. Ja, ihr Lieben, das war mein Quick-Tipp mit Hilfe von mit Herz und Schere. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.